Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2 auf der neu gestarteten Map. Ich möchte gleich vorweg einmal sagen, ich habe absolut überhaupt gar keine Lags. Selbst wenn ich jetzt aufnehme, nebenbei ein Video laufen habe, da hatte ich ja voll extreme Probleme mit. Es läuft alles super flüssig. Gar nichts, gar keine Probleme. Ich kann hier reinzoomen, das läuft alles super flüssig. Also das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich hatte auch schon so einen kleinen Stresstest gemacht, da kommen wir ja gleich zu. Ich kann euch erstmal zeigen, was ich jetzt alles so gebaut habe. Ich habe hier einmal das Gleisfeld, Gleisvorfeld, einmal soweit fertig gemacht. Dann nachher hier noch ein paar Weichen reinkommen, das kann dann immer sein, wenn man die Linien baut. Hier, das muss ich noch zumachen, das habe ich auf der Seite auch schon eigentlich ganz gut gemacht. Und alles hier wieder mit den Steinwänden verziert. Das finde ich sieht richtig, richtig schick aus. Hier geht es einmal unten drunter her, kommt dann hier hinten wieder hoch. Dann hier auf eine große Brücke und dann hier Richtung Berge. Dann haben wir einmal hier eine Strecke, die abgeht hier in den Berg. Hier kommt sie auch wieder raus und im Berg sind dann die Kreuzungsweichen etc., dass wir dann auf unsere vier Gleise aufteilen können. Und dann geht das hier halt oben in vier Gleisen wieder raus. Einmal komplett hier oben rum. Und dann geht es eigentlich über meine Lieblingsstelle in der Map, über diese geile Brücke. Über die Haupttrasse wieder oben rüber. Das finde ich, das wird meine Lieblingsstelle in der ganzen Map, das kann ich jetzt schon sagen. Dann hier nochmal kurz in den kleinen Berg rein und auf der anderen Seite wieder rüber. Über die Weser, weil wir spielen jetzt, ist zwar der Hauptbahnhof Dresden, es ist jetzt aber wieder Minden. So, und dann geht das dann hier irgendwie weiter nach Lloyd und Eichenstädt und Ungerhausen. Das wird wohl meine erste Linie. Das habe ich mir zumindest so vorgestellt. Ja, ansonsten habe ich hier mal ein bisschen was probiert. Ich bin nicht so der Schönbauer, was Städte angeht. Ich bin mehr so der Güter-Schönbauer. Und ich habe mir jetzt einfach hier mal ein bisschen probiert. Ist natürlich jetzt alles noch nicht fertig dekoriert. Eine eingleisige Tram, die nur in eine Richtung geht. Die sind komplett angeschlossen. Die sieht ihr hier überall die Beton. Das funktioniert. Und weil ich habe mir nicht vorgenommen, das wird aber wahrscheinlich sich über ganz, ganz, ganz viele Folgen hinziehen, weil ich da einfach nicht das Händchen für habe. Ich habe mal angefangen, eine Stadt selber zu bauen, beziehungsweise das war schon nach dem Dorf, was ich gebaut habe, was ich euch gleich zeige. Da musste ich erst nochmal bei Hans Dampf gucken, wie er das so macht. Ich tue mich da extrem schwer. Bei mir muss das immer alles gleich aussehen und es muss akkurat hier ineinander sitzen, dass hier nichts irgendwie verglitscht. Das geht man auch nicht so hundertprozentig, auch wenn man das nachher überhaupt nicht sieht, aber irgendwie lege ich da sehr viel Wert drauf. Und das soll eigentlich so der ganze Teil dann hier werden und hier unten halt auch noch was, weil ich die KI ja nicht überall bauen lassen möchte. Ich möchte aber auf jeden Fall die KI haben, weil ihr wisst ja, dass ich so ein Schönbaumix Franchise-Mode spiele. Also ich möchte schon, dass nachher auch alles Sinn und Zweck hat. Dass nicht einfach nur Dekozüge rumfahren, weil es soll alles auch funktionieren. Deswegen habe ich hier in die Ecke Minden gesetzt. Habe ich erst Minden gesetzt, dann habe ich die Straßen gebaut. Das sind sozusagen die Grenzen. Das funktioniert da eigentlich auch ganz gut. Ich habe einen Stresstest gemacht. Könnt ihr ja mal sehen. Die Stadt ist hier mit 200 Besuchern gestartet. Dann habe ich das alles hochgesetzt. Mal eben schnell hoch auf knapp 800 geballert die Leute. Die haben sich dann hier überall schön ausgedehnt, aber nur genau in ihrem Gebiet, was ich denen zugeteilt habe. Und sind dann natürlich dann auch in die Höhe gegangen. So, dann habe ich sie wieder runter gemacht auf die Größe erstmal. Und die Größe kann ich ja regulieren. Und so kann ich, dass ich da sozusagen die ganze Ecke hier bis hier zur vierspurigen Straße können, die sich quasi frei entfalten. Und müssen wir mal gucken, wie das nachher so aussieht, so ein Mischmasch aus, Anführungsstrichen Schönbau oder wie auch immer. Muss ich mal gucken, wie wir das dann letztendlich machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Weil eigentlich gefällt mir das schon so, die KI,
Ich weiß, ganz vielen gefällt das nicht, aber ja, es sieht halt einfach lebendig aus. Und ob jetzt nun hier die Industrie direkt neben den Wohngebieten und neben den, lass mal dahingestellt sein, aber mir sagt es eigentlich so grob zu. Und hier auch mit den kleinen, ganzen kleinen Gebäuden. Wie gesagt, also mir persönlich, mich stört das nicht. Aber ich möchte sie auch nicht überall wuchern haben. Ja. Und auch bei den 800 Leuten hatte ich überhaupt gar keine Lags, also keine Performance-Probleme. So, ja, dann geht es hier einmal die Hauptbahn weiter. Einmal wieder unter unserer schönen Brücke. Wir fliegen natürlich jetzt oben rüber. Und dann kommen wir hier zu dem Dorf, was ich gesetzt habe. Ich glaube, allein bei diesem Dorf habe ich, weiß nicht, wie viele Stunden ich hier gebraucht habe. Ich tue mich da wirklich unheimlich schwer. Ja, hier habe ich so quasi so Block rein gebaut. Auch alles sehr viel grün, aber das kennt man ja bei mir. Alles viel Bäume. Ja, überall hier ein paar Häuser hingesetzt. Hier noch keine Deko vorher. Hier hatte ich noch die Deko-Autos noch nicht runtergeladen. Die muss ich noch platzieren. Genau, dann geht es hier hinten weiter. Hier hinten habe ich das in einer etwas höheren Ebene gemacht, dass nicht alles ganz platt ist. Oben sind halt noch ein paar Häuser. Und hier unten noch so ein paar Einfamilienhäuser. Hier eine große Kirche, obwohl es eigentlich die kleine ist, hätte ich reingesetzt. Und hier vorne noch ein paar Commercial-Gebäude. Ja, eine Unterführung. Und dann geht es hier an einem Mondfeld vorbei. Und geht dann hier auf die Autobahn. Das ist eine Autobahn. Einmal, glaube ich, auch Richtung Lloyd Kitty. Und dann Richtung vielleicht nach Großenwörden. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja, dann geht es hier weiter. Hier an einer Farm vorbei. Hier habe ich ein paar Felder gesetzt. Ja, das ist eine ganz normale, die auch produziert. Habe ich da einfach hingesetzt. Dann sitzen hier natürlich jetzt ein paar Getreidefelder, Mais und da hinten einfach nur Erde. Ja, dann geht es hier weiter. Und hier habe ich noch einen kleinen Bahnübergang gebaut, wo aber nicht viel Verkehr nachher herrschen wird. Ja, und dann geht es erstmal einfach bis hierhin weiter. Weiter habe ich da noch nicht gebaut. Mehr ist da noch nicht passiert, aber ich glaube, wenn man hier so im Überflug schon mal so rüberfliegt, dann sieht das schon sehr ansehnlich aus. Deutlich besser als in dem letzten Teil. Hier in der Stadt vorbei, ihr seht ja auch bei uns beim Fliegen, es gibt keine Performance-Probleme. Dann hier über den Hauptbahnhof rüber. Und dann kannst du dann nachher hier schön mit dem ganzen Verkehr nach links, rechts weggehen oder halt hier quasi durch den Wald durch. Finde ich auch schon schön. Unter der Autobahn durch, dann hier am See entlang, je nachdem, wo es uns dann hinführt. Hier ist ein großer See, hier können wir nicht so einfach rüber. Da müssen wir uns dann hier am Ufer lang hangeln oder wie auch immer. So, und auch an den Grafikeinstellungen habe ich, glaube ich, nichts geändert. Ne, das steht alles noch auf Ultra. Und ja, so viel erstmal dazu. Ist heute nur eine kleine Folge, so eine kleine Infofolge. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal gerne noch in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne mit der Stadt haben würdet. Oder wie ihr es machen würdet. Letztendlich baue ich das ja, aber ich bin dafür Ratschläge immer gerne offen. Und ja, würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen, was ich eventuell besser machen kann oder beziehungsweise was ich noch machen kann. Und ob es euch soweit erstmal schon gefällt. Und dann würde ich sagen, kommt Montag die erste reguläre Folge. Gebt mir das Wochenende noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch ein bisschen was basteln. Und dann geht es am Montag dann ab 12 Uhr wieder tägliche Folgen, geht es dann regulär los. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, beziehungsweise ja, den schönen Samstag noch und einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin und danke fürs Zusehen. Tschüss.